Ja, servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play, zu einer weiteren Staffel City Bus Manager hier auf meinem Kanal. Ich habe ja jetzt vor kurzem live auf Twitch nochmal City Bus Manager gespielt. Ich habe jetzt aber Bock, auch jetzt nach dem neuen Update nochmal hier mit euch mit der Umweltbus AG in Deutschland hier zu starten und freue mich natürlich auf ein schönes neues Let's Play mit euch. Auch hier sei nochmal gesagt, ich habe jetzt den Desktop Sound über Kopfhörer. Wir müssen einen Standort für den Betriebshof auf der Karte aussuchen. Wir gucken mal, wo wir es machen. Ich würde sagen, ziemlich mittig, aber trotzdem, ja, wie wir es mit... Ach, hier ist Mediamarkt. Okay, dann würde ich sagen, machen wir es vielleicht... Ist Mediamarkt? Moment. Achso, Ring? Ah doch, ja. Ja, ja. Dann würde ich sagen, machen wir es mal hier. Ja, möchte ich. Betriebsgelände wird jetzt vorbereitet. Sehr schön. Da sind wir auch schon. Service Center einrichten. Starte dann noch leeres Service Center mit mindestens einem Service-Schalter aus. Das kriegen wir in Postfach. Willkommen in Krefeld. Wir freuen uns sehr, dass du dich ab sofort um unseren Nahverkehr kümmern wirst. Um dich dabei zu unterstützen, erhältst du von uns Subventionen in Höhe von 258% auf alle Einnahmen. Außerdem bekommst du Rabatte auf alle Busse, Ersatzteile, Gebäude und Einrichtungen auf eine gute Zusammenarbeit. Linienstatistiken gibt es auch mittlerweile. Okay, schön. Oder ist das das eigene? Ja, kann sein. Bauen. Service Center. Schalter. Service Center Schalter. Wo ist er? Service-Schalter. Da. Bauen wir mal hier auf. Nicht erreichbar. Machen wir dahin. Platziere Sitzmöglichkeiten und Dekoration, wenn du die Zufriedenheit der Kunden erhöhen willst. Stell mindestens 2 Sitzmöglichkeiten zur Verfügung. Okay, da haben wir das schon mal. Dann müssen wir jetzt ein Büro bauen. Müssen wir erstmal einen Flur. Sein Büro machen wir hier hin. Büro muss Mindestgröße 6x4. Dann machen wir hier den Flur hin. Dann machen wir da eine Tür natürlich rein. Und hier eine Tür rein. D-Schreibtisch brauchen wir im Büro. Wo ist der? Stehschreibtisch, Couchtisch, Stehschreibtisch, da ist er. Und eine Sitzmöglichkeit brauchen wir. Okay, dann haben wir auch das. Dann brauchen wir jetzt eine Küche. Die muss sein 4x4. Okay. Auch die wird wahrscheinlich eine Türe brauchen. Und ein Getränkeautomat, wie ich das kenne, und einen Kühlschrank. Perfekt. Und dann machen wir jetzt noch ein Badezimmer. Das machen wir hier hin. 3x4 sollte reichen. Dann werden wir den Flur vergrößern und hier eine getönte Tür rein. Nee, nicht Küche, Badezimmer. Uiui, sorry. Eine Toilette brauchen wir. Danke. Dann bauen wir jetzt die ersten Busse. Bau ein weiteres Stück Straße. Das kriegen wir doch wohl hin. Und dann bauen wir 2 kleine Stellplätze. Okay. Sehr schön.
Und wir sollen zwei Busse kaufen. Wir kaufen aber keine neuen Busse, wir kaufen gebrauchte Busse. Ganz wichtig, erstmal gebrauchte Busse, finde ich, weil gebrauchte Busse einfach preiswerter sind. Wir kaufen einen Master für 2.1, wollen wir versuchen. Ja, versuchen wir 2. Abgelehnt, Mist. Dann versuchen wir den Master für 2. Angenommen, perfekt. Und hier den Master für 1600. Abgelehnt. Okay. Okay, versuchen wir den. Für 2,7. Angenommen. Perfekt. Achso, ja gut. Personal einstellen. 6 Spinde. Okay, das kriegen wir alles hin. Wir brauchen jetzt mindestens 6 Spinde. Die stellen wir, glaube ich, da in den Flur erstmal. Oder? Ja, machen wir. Flur, Spinde. Machen wir direkt 10. 10? Ja, sind 10. Stelle 2 Busfahrer ein. Das machen wir jetzt am besten. Busfahrer, 2 Busfahrer nehmen wir am besten, die mit der großen Freundlichkeit. Einmal den hier, einmal den hier. Einen Mechaniker brauchen wir. Nehmen wir den hier. Einen Forscher, dann nehmen wir den hier. Der ist direkt am freundlichsten. Eine Reinigungskraft und einen Service-Mitarbeiter. Perfekt. Da haben wir das. Dann bauen wir noch eine Tankstelle. Tankstelle müssen wir bauen, Außenbereich, Straße ist das, ne? Tankstelle. Dann eine Waschanlage, dann heißt das, wir müssen die Straße mal bauen. Machen direkt mehr Straße. Eine Waschanlage, normal, ne? Ja. Und eine Werkstatt. Hebebühne Standard. Das ist, wäre das hier. Da müssen wir noch einen Lagerraum bauen. Kriegen wir aber auch hin. Lagerraum. Bauen wir den hier hin. Auch mit einer Türe drin. Und Lagerregale brauchen wir natürlich dementsprechend hier drin. Dann sollte das erstmal passen. Deine erste Linie. Okay. Dann müssen wir jetzt die erste Linie gestalten. Die erste Linie machen wir. Möglichst viele, ich würde sagen direkt vom Hauptbahnhof hier aus. Linien, neue Linie. Machen wir eine eigene Linie vom Krefeld Hauptbahnhof über die Dreikönigenstraße. Dann nehmen wir die Rheinstraße hier mit. Dann fahren wir. Das müsste die Oerlinger Straße sein. Müssen die Rheinstraße ist das erstmal. Und dann geht das in die Oerlinger Straße über. Da machen wir am besten. Philadelphia Straße eine Haltestelle. Ne, ist. Es wird Philadelphia Straße sein. Philadelphia Straße. Dann hätte ich gerne die Victoria Straße hier. Die Moltke Straße. Sprunterplatz.
Kaiserstraße. Grotenburg Zoo. Sonnenhof. Solbrüggenstraße. Bockumer Platz. Achso. Ja, das ist die Bahnhaltestelle. Bockumer Platz wäre dann hier. Machen wir die Haltestelle hier hin. Dann geht es weiter Richtung Gertrudisstraße. Fasanstraße. Und Oldenburger Weg. Dann geht es anschließend wieder zurück über die Fasanenstraße, Gertrudisstraße, Bockumer Platz, Solbrüggenstraße, Sonnenhof, Grotenburg, Zoo, Kaiserstraße, Spröntalplatz, Haus Siebenmorgen. Victoriastraße, Philadelphiastraße, Rheinstraße. Achso, falsch. Rheinstraße kommt hier hin. Wir wollen ja auch auf der richtigen Seite fahren. Dreikönigstraße. Ein Krefeld-Hauptbahnhof. Perfekt. Das wird die Linie sein, die wir machen. Relativ viele Leute, 100 bis zu 230 pro Stunde wohl. Machen wir durchschnittlich 80, achte Schande. Das heißt, wir müssten, glaube ich, schon alle 20 Minuten fahren. Schätzungsweise. Alle 30 Minuten mindestens. Würde ich sagen, ja. Depot. Linie jetzt aktivieren. Nein. Aber da haben wir zumindest erstmal das. Dann tanken wir jetzt die Busse auf. Kostet 170. 34. Dann werden wir Ersatzteile holen, reparieren. Wir gucken jetzt erstmal, was wir brauchen. Wir brauchen Bremsbeläge, Reifen. Zweimal Reifen, zweimal Bremsbeläge, ein Keilriemen und einmal Motoröl. Wie teuer sind die? Wir haben 363.000. Das sollte zumindest für ein bisschen was reichen. Wir holen ein paar Artikel mal ran. Dass wir zumindest was auf Vorrat haben. Bremsbeläge auch ein paar. Wir holen zwei Router. Zwei Klimaanlagen. Scheibenwischer holen wir uns ein paar. Blinker holen wir uns ein paar. Lichter holen wir uns ein paar. Und einen Motor. Wo kommen die jetzt? Morgen 9 Uhr, ne? Ach Mist. Jetzt habe ich vergessen, auf sofort zu machen. Okay, was brauchen wir? Keilriemen, Ölkanister, zweimal Reifen, zweimal Bremsbeläge. Holen wir nochmal ein paar Sachen. Egal. Dann ist das halt so. Und wir machen direkt das, was ich auf jeden Fall machen will. Eine Lackieranlage, weil ich möchte die Busse auch dementsprechend lackieren.
Ist mir schon wichtig. Auf jeden Fall. Dass du auf jeden Fall direkt standardmäßig hier die Sachen haben. Und unser Design drauf. Wir haben im Livestream auf jeden Fall schon ein Design gehabt und das möchte ich auch dementsprechend weiter nutzen und weiter ausbauen auf die anderen Busse. Das wäre das hier. Das wird unser Firmendesign sein für alle Busse. Ich glaube, die Folge ist schon wieder vorbei, ne? Kann das sein? Ich glaube ja, ne? Gut, machen wir in der nächsten Folge weiter. Leute, ich danke euch fürs Zuschauen. Nächste Folge geht's weiter. Morgen gleiche Zeit. Und dann danke ich euch fürs Zuschauen. Bis morgen. Servus und tschüss.